Mit diesem Video starte ich eine neue Serie. Und zwar geht es jetzt wirklich um die ganz harten Basics rund um den Computer. Heute schauen wir uns die Funktionsweise des Windows Explorers ein wenig genauer an. Hallo, mein Name ist René Steyes. Ich bin Gründer vom ESRT-Service und in meiner Praxis erlebe ich das immer wieder, wenn ich zum Kunden rausfahre, dass scheinbare Basics einfach nicht bekannt sind. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, hier auf YouTube eine Serie zu starten, die für den einen oder anderen vielleicht ein wenig niedrig gegriffen ist, aber ich sehe ganz klar, sie wird gebraucht. Und zwar schauen wir uns jetzt mal den Computer ein wenig genauer an. Heute geht es um den Windows Explorer. Der Explorer heißt übersetzt nichts anderes wie Entdecker und genau das können wir mit ihm machen. Wir können damit Windows entdecken und unseren kompletten Computer verwalten. Auf den ersten Blick ist es schon recht kompliziert, wenn ich mir das Ganze anschaue, doch wenn man sich einmal mit ihm beschäftigt hat und das System verstanden hat, dann merkt man erst, wie toll er ist und man möchte ihn gar nicht mehr missen. Genug geredet. Jetzt gehen wir in die Praxis. Nun schauen wir uns einmal den Windows Explorer an. Und bei dem Windows Explorer handelt es sich um eine Anwendung, die im Prinzip den Computer steuert. Der Explorer ist im Prinzip die Oberfläche von Windows. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten mitzuarbeiten. Und meiner Erfahrung nach sind viele mit den Funktionen des Explorers nicht vertraut. Der Explorer heißt übersetzt auf Deutsch Entdecker. Und dementsprechend, der Name trifft es ganz gut, kann ich mit dieser Software meinen Computer entdecken, kann Programme entdecken und habe auch die Möglichkeiten, mit dem Windows Explorer bestimmte Daten aufzurufen und entsprechend zu bearbeiten. Um uns den Explorer einfach mal anzuschauen, müssen wir ihn jetzt starten. Dazu gibt es verschiedene Wege. Bei Windows 10 habe ich hier unten dieses Ordner-Symbol und klicke ich da drauf, dann öffnet sich gleich ein Explorer-Fenster und in diesem Fenster sehe ich meine zuletzt geöffneten Dateien und kann auch zusätzlich schauen, dass ich hier meine wichtigsten Ordner aufrufen kann. Das Explorer-Fenster ist in mehreren Teilen aufgegliedert. Schauen wir uns als erstes mal hier diesen linken Bereich an. Dieser linke Bereich, da habe ich bestimmte Ordner als Schnellzugriff. Das heißt, Windows schlägt mir beispielsweise Desktop, Downloads, Dokumente, Bilder als Vorschlag vor und ich habe auch die Möglichkeit, hier eigene Inhalte zu hinterlegen. Wichtig ist, diese Dateien, die hier sind, das sind einfach nur Wegweiser dahin. Wenn ich hier raufklicke, dann lande ich direkt in den Ordner, nehme direkt den direkten Weg dorthin und kann dann entsprechend damit arbeiten. Das heißt aber, wenn ich hier jetzt irgendwas rauslöschen sollte, dann ist das immer noch auf der Festplatte, weil das ist hier wirklich nur ein Schnellzugriff, damit ich ohne große Umwege die wichtigsten Bereiche meiner Festplatte erreichen kann. Wenn ich beispielsweise hier jetzt hingehe und auf Dokumente klicke, dann lande ich direkt in meinen Ordner Dokumente und sehe auch gleich die Dokumente, die ich hier mal reingelegt habe und kann entsprechend direkt darauf zugreifen und beispielsweise meinen Brief am Kunden direkt öffnen, ohne dass ich jetzt einen umständlichen Weg durch Windows gehen muss und kann entsprechend schneller auf meine Dateien zugreifen. Das gleiche habe ich dann hier halt auch in den Downloads-Bereich, Bilder, wenn wir da mal reingehen. Ich habe jetzt hier keine Bilder drin gespeichert, aber ich bin direkt dann in meinem Bilderordner drin und kann entsprechend meine Bilder aufrufen. Hier im linken Fensterbereich gibt es noch einen Punkt, den ich beachten sollte, und zwar gibt es hier so kleine Pfeile. Das ist auch bei den älteren Betriebssystemen, da ist das dann über ein Plus- bzw. ein Minus-Kästchen geregelt. Vom Prinzip her haben wir aber, das ist identisch. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier auf diesen PC raufgehe und hier einmal auf diesen kleinen Pfeil draufklicke, dann klappt sich dieses Menü aus und ich sehe hier alle Unterpunkte, die in diesem Menü drin sind und kann sie entsprechend auswählen. Das bedeutet für mich aber auch, dass ich beispielsweise, wenn ich hier jetzt nochmal in die Dokumente reingehe, das noch weiter ausklappen kann und hier schon die Ordner meiner Dokumente sehe, wo ich mich normalerweise durchklicken muss. Das heißt, ich kann hier mir wirklich eine Ordnerstruktur zurechtzaubern, dass ich direkt auf meine wichtigsten Programme zugreifen kann,
beziehungsweise auf meine wichtigsten Dokumente. Und wenn wir beispielsweise hier jetzt einmal auf Hitbase draufklicken, dann lande ich auf die Dateien, die in den Ordner Hitbase drin liegen. Hitbase, da hatte ich damals mal ein Video zugemacht und habe hier jetzt über den Schnellzugriff direkten Zugriff auf die gespeicherten Inhalte. Wichtig für mich ist hier, was ich halt über die Pfeile die Möglichkeit habe, die Ordnerstruktur zu erweitern und entsprechend mich durch die Programme bzw. durch diesen Schnellzugriff zu navigieren. Jetzt konzentrieren wir uns mal direkt auf den Menüeintrag neben diesem Pfeil. Das heißt, wenn ich hier jetzt in irgendeinem Bereich, sei es hier jetzt oben der Desktop bzw. die Dokumente, da habe ich auch Inhalte drin, oder auch hier dieser PC einfach mal raufklicke, dann sehe ich gleich den Inhalt, der hier drin ist und kann mich entsprechend hier durchnavigieren und kann entsprechend dann mir die Dateien angucken, die dort hinter verborgen sind. Der wichtigste Bereich ist aber, wie schon gesagt, der Bereich hier oben mit den Dokumenten, Bildern, denn da habe ich meine Dateien abgelegt, während ich hier eigentlich weniger mit zu tun habe beim normalen Arbeiten, denn hier liegt mein Betriebssystem und wenn ich beispielsweise hier in C mal reingehe, dann sollte ich schon wissen, was ich hier treibe. Denn hier habe ich jetzt nun einiges an Dateien drauf und diese Dateien, da sollte ich schon wissen, was ich hier treibe. Weil wenn ich beispielsweise hier in diesen Windows-Ordner reingehe und da was verändere, kann im schlimmsten Fall es sein, dass ich am Computer irgendwelche Änderungen vornehme, was nicht gewollt ist. Also entsprechend zurück zum Text. Wir bleiben hier jetzt mal bei den Dokumenten. Ich habe hier direkten Zugriff auf die Dokumente und kann dann entsprechend darin arbeiten. Der Bereich hier oben ist für mich vielleicht auch nochmal interessant, wenn ich meine Daten sichern möchte. Weil wenn ich mich an die Windows-Vorgaben halte, dann habe ich hier wirklich direkt den Zugriff auf meine Daten. Und wenn ich beispielsweise einen USB-Stick einlege, dann kann ich hier ohne weiteres direkt an meine Daten zugreifen und kann diese Daten einzeln dann verschieben, da wo ich sie hinkopieren möchte. Das heißt, ich gehe hier hin, markiere das alles, nutze die rechte Maustaste, gehe auf Kopieren und navigiere dann zu meinem Ziel. Das heißt, ich gehe jetzt meinen USB-Stick. In meinem Beispiel könnte das jetzt beispielsweise das Volume E sein. Könnte hier jetzt reingehen und entsprechend hier jetzt mit der rechten Maustaste auf Einfügen gehen und er würde mir jetzt da die Dateien hinkopieren. Und somit habe ich meine Daten dann schon mal gesichert. Das nochmal so als kleiner Tipp nebenher. Weil wenn ich jetzt schon zeige, wo ich meine Daten finde, dann kann ich sie auch gleich direkt einmal sichern und laufe so keine Gefahr mehr, wenn mir mein Computer mal abstürzt, was meine Daten weg sind. Nun haben wir uns den Windows Explorer mal ein bisschen genauer angeschaut und ich hoffe, da war vielleicht der ein oder andere Klick dabei, der dir noch nicht bekannt war. Wenn dir dieses Video geholfen hat, freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Wenn du dazu Fragen hast, gerne in die Kommentare. Wenn du Themenvorschläge hast, auch in die Kommentare. Und wenn irgendwo noch Fragen sind, die jetzt nicht ganz zum Thema passen, aber dir dringend auf der Zunge brennen und du wirklich Hilfe benötigst, dann hast du hier jetzt die Möglichkeit, uns entweder über die E-Mail-Adresse, die hier jetzt eingeblendet wird, beziehungsweise über der Telefonnummer, mich zu erreichen. Und dann können wir vielleicht mal schauen, ob wir zusammen eine Lösung für deine Wünsche finden. Wenn du es noch nicht gemacht hast, hast du hier jetzt gleich die Möglichkeit, den Kanal noch zu abonnieren. So verpasst du kein Video mehr, vor allen Dingen kein Video mehr aus dieser Serie und bist immer auf dem Laufenden, wenn ich wieder kostenlos Tipps rund um den Computer raushaue.